Ich habe meinen Anker in vielen Häfen der Welt geworfen, aber Griffith Port City ist der schönste Hafen. Willkommen Leute, zurück zu Pokémon Saphir Edition. Im letzten Part haben wir den zweiten Orden von Camillo überreicht bekommen. Wir haben ihn besiegt. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Griffith Port City, um Captain Brick die Devon-Waren zu überreichen. Und jetzt gerade sind wir auf dem Weg zu Griffith Port City. Wir sind auf Route 119. Das, was ich hier mache, ist extrem dämlich. Meine Fresse. Aber das war's schon. Du bist der Beste. Ich weiß, dankeschön. So, ich denke, ich mache erstmal die ganzen Trainer hier weg. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Das schenke ich dir. Cool, Pudersand. Was kann man damit? Das ist die Frage des Tages. Bodenattacken. Na, wir haben leider noch kein Boden-Pokémon. Ah. Ich bin durstig. Ich könnte im Strandhaus etwas Sprudel kaufen. Mach das. Planscher Günther. Mit Zickzacks. Der wird einfach weggekickt mit einem Flügelschlag. Ich glaube, ich sollte mich gleich auch nochmal um Reptine kümmern, um mit dem mal wieder ein bisschen hoch zu punchen. Generell, ich sollte mir überlegen, welches Pokémon als nächstes in mein Team kommt. Denn ich will euch jetzt nicht spoilern, aber die dritte Pokémon-Arena wird vom Typ her Elektro sein. Und da muss ich echt mal schauen, was ich da bringe. Ob ich vielleicht meine beiden Pokémon, die ich jetzt habe, trainiere. Bis zum geht nicht mehr. Und damit Power da rangehe? Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich dachte, Azurill wäre vom Typ her Wasser normal. Gibt's doch nicht. Jetzt hat sie ja meinen Angriff gesenkt. Drastisch. Was mache ich denn da? Ich mach noch einen Zugieb. Jo. Nice. Noch ein Azurill. Ja, das sind immer diese Planscher-Kinder, ne? Diese ganzen Kindertrainer, die haben auch nur so Baby-Pokémon. Boah, ich seh's kommen. Der Kampf wird noch bis Ende des Parts dauern. Oh, ist das dein Ernst? Jetzt greif wenigstens mal an, du Lappen. Gibt's ja nicht. Lola besiegt. Mami! Oh, was haben wir denn da? Einen alten Sack, der auf einen Felsen starrt. Und ein Zickzacks, was in die Gegend herum starrt. Das Wasser in diesem Breiten ist sauber. Aber ich sammle zusammen mit meinem Zickzacks den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen. Und gelangt in die Flüsse, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz wieder zurück. Das hast du schön gesagt. Da kommen wir schon zu Griffithport City. Yes. Da gehen wir aber erst später hin. Ich denke mal, so in ein paar Minuten müsste es soweit sein. Wir gehen auch hier, wie gesagt, die Trainer abarbeiten. Da gucken wir mal, wo wir die Devon-Waren hinbringen können, ne? Ich kann mich da echt nicht dran erinnern, wo das sein könnte. Boah, ich habe auch echt gerade keine Attacke, die Durchschlagskraft hat, weil die richtig Power hat. Treff bitte, treff bitte, 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 bitte. Wie unnötig.
Wir schlagen uns im Level 12ern rum. Verlieren dann nur unnötig Zeit. Geht doch. Wow. Ich glaube, das ist was für unser Schwalbini. Jetzt kommt auch ein bisschen mehr Taktik ins Spiel, dadurch, dass auch mehr Typen ins Spiel gelangen. Ne? Man hat da mehr Variationen. Das ist am Anfang immer richtig billig. Du kannst da nur mit einer Attacke rumpunchen. Das ist mit dem... Mit der Länge des Spiels wird das auch viel taktischer. Aber wem erzähle ich das überhaupt? Ihr habt alle schon mal Pokémon gespielt. Also... Bam. Ja. Geh mal aus der Sonne raus, du Lulatsch. Jo, Trainer, seid ihr in Eile? Müsst ihr wieder fort? Erfrischt euch doch an Papas Ort. Jo, du MC. Soll ich jetzt mal einen 16er raushauen? Lass ich lieber mal. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind, aber heul bloß nicht los. Ich doch nicht. Ich bin ein Mann. Ja, wir machen es mal mit Ruckzuckhieb. Wir brauchen echt mal eine richtig gute Attacke für Reptilien. Ich kann auch momentan echt gar nichts, ne? Ne, komm. Bevor der Kampf noch unnötig in die Länge gezogen wird, mache ich da hier mal mit Schwalbini ein bisschen Klarschiff. Ja, durch diese ganzen Kämpfe, ne, ist es natürlich etwas langweiliger, klar. Aber man muss ja auch mal trainieren, ne? Ich meine, darum geht's ja in diesem Spiel. Ja, das hätte ich theoretisch auch mit Reptile machen können. Aber ich dachte mir, komm, wenn Schwalbini schon mal da ist, hat doch auch was Schönes. Nicht wahr? Also mit Schwalbini müsste es auch langsam mal so weit sein, dass es sich entwickelt, ne? Das kann nicht mehr lang dauern. Vielleicht ein, zwei, drei Level noch und dann müsste es eigentlich soweit sein. Schönheit Cordula schickt ihr Goldini. Mit einem Stachel auf dem Kopf. Was die Schönheit Cordula damit anstellt, weiß ich nicht. Das wollen wir auch gar nicht rausfinden. Obwohl... So, das war's. Das waren viele Erfahrungspunkte, du. Das muss man sagen. Wow. Das war schön. Das war brandheiß. Schön. So, da hätten wir noch einen. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du keinen lodernden Trainer als mich. Ich werde dir zeigen, wer hier lodert. Ich gehe mal auf Schwalbini, obwohl... Reptile braucht die Erfahrungspunkte. Reptile hat's echt nötig. Aber siehst du, das macht er doch. Das macht er super, hör mal. Wie ein Gott macht er das. Und jetzt Tentacha. Vom Typ Giftwasser. Das hat sich gereimt, hier. Giftwasser. Gift. Wasser. Ja, ich greif trotzdem mal mit Ruckzuckhieb an. Ja. Ich weiß, da sind wir jetzt im Typ Nachteil, aber bei dem Levelunterschied ist es noch nicht so dramatisch und gravierend, dass ich ihn jetzt auswechseln müsste. Und mach Scholo. Oder mach Hollow.
Ja, komm. Das machen wir mit Reptilien. Das sind gute Erfahrungspunkte für den jungen Herren. Und schon wieder Level 19. Das geht echt flott. Das geht richtig schnell hier rum. Das war ein heißer Kampf. Ich kann die Niederlage verkraften. Ja. Das will ich auch geraten haben, junger Mann. Du bist brandheiß. Die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zu deinem schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Sprudel erhalten. Guck mal hier, die ganzen Wasserreifen und so. Voll cool. Hat man doch eigentlich direkt Bock auf einen schönen Sandstrand. Ne? So. Jetzt kommen wir zu Graffitbot City. Die Stadt werde ich euch auch noch zeigen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Quest, sonst kommen wir hier gar nicht voran in dem Part. Na, wer bist du denn? Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte Ernte. Und wo es eine reine, reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Aber wen haben wir denn hier? Die alten Verdächtigen. Eine lange Schlange, was? Erinnert mich an die Zeiten, als ich Ewigkeiten anstand, um mir die neuesten brandheißen Spiele zu kaufen. Boah, ja, Mann. Hey, du da! Hör auf zu drängeln! Wir stehen hier ordentlich an, ja? Unser Boss ist brillant. Wozu er jetzt wohl Interesse am Museum zeigt? Team Aqua verfolgt die Strategie des Versammelns und Verteilens. Aber ihr in einem Museum? Hey, du! Willst du dich etwa vordrängeln? Nein, 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 chill. Wenn es im Museum etwas Brauchbares gibt, dann müssen wir das auch an uns nehmen. Ah, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, Kollege. Wie sieht's hier aus? Kann man hier auch lang? Team Aquas Aktion zaubert ein Lächeln auf jedes Gesicht. Ich würde liebend gerne nach Graffitbot City gehen und ein bisschen Krawall machen. Das ist mein erster Job, seitdem ich Team Aqua beigetreten bin. Ich bin ganz tatterig. Team Aquas Aktivitäten müssen im Moment geheim bleiben. Okay. Also die hacken auf jeden Fall was in Graffitbot City aus, ne? Das ist klar. Ich gehe jetzt nur eben ganz schnell ins Poké Center. Bring erstmal die unnötigen Pokémon auf die Box, die ich gefangen habe. Es müsste aber nur eins gewesen sein, ja? Na? Ne, ein Kader. So, zack. Dann heile ich nochmal eben schnell durch. Aber ich weiß gerade echt nicht, wo Captain Brick ist. Hier habe ich auch bei meinen ersten Durchspielen auch richtig gehangen, weil ich kam nicht in dieses Museum rein. Das ist ja die Quest gewesen. Man musste ja in das Museum rein, um diesen Captain Brick diese Devon-Waren zu geben oder sonst was. Vielleicht ist er ja auch hier, ich weiß es nicht mehr so genau. Die Jahreszeit, das Wetter, der Mond, der vom Himmel herabstrahlt. Das sind die Bedingungen, die die See so wechselhaft machen. Ganz genau, die See ist wie ein lebendes Wesen. Soll ich dir mal ein Poesiealbum geben? Ich werde sehr schnell seekrank, deshalb helfe ich hier lieber aus. Unstandig. Muss ich sagen. Eine Wand, geil. Wenn das hier hingehört und das dahin, wohin gehört dann das? Und was ist mit diesem Dingsbums? Ich werde daraus einfach nicht schlau. Hallo, ich bin Botmar. Captain Brick hat mich daraus mit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da. Sind das Devon-Waren? Aber, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu bringen? Das war doch von Anfang an meine Quest. Ich wollte dir das sowieso nicht geben, du Affe. Die Konstruktion eines großen Schiffes ist eher vergleichbar mit der eines Gebäudes, als eines Transportmittels. Ja. Guck mal, hier kann man runterstarren. Auf diesen einen Poesietypen. Ja.
Findest du es nicht auch seltsam, dass ein Schiff aus Eisen gebaut wird? Es schwimmt aufgrund des sogenannten Auftriebs. Ah. Du hast deinen Wissenschaftlerkittel also nicht umsonst an. Da hast du auch Ahnung, ne? Richtiger Mann vom Werk hier, der hat richtig Ahnung, dieser Junge. Läuft. So. Jetzt suchen wir mal Captain Brick weiter. Ah, schaut mal hier. Die Schlange ist weg, die sind alle drin. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50 Piepen. Hast du Interesse? Wie Vergnügen. Das ist aber echt billig. Na, was macht die hier? Aje! Was machst du hier? Ich? Ich bin vom Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Thema 46. Das müsste, glaube ich, Folterknecht sein. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, verdammt, du hast unsere Pläne zunichte gemacht. Ich wollte als Ausgleich etwas mitgehen lassen, aber... Warte, du bekommst deine Belohnung auch noch. Ja, ja, ja. Da rennt er weg. Der Kollege. Nee, Raub. Raub ist das. Wie komme ich denn auf Folterknecht? Ich glaube, Stahlflügel bringen wir jetzt aber mal eben schnell, weil wir es können. Schwalbini bei. Ich lasse Heuler dafür vergessen. Ne? Braucht ja auch kein Mensch. So. Wenn dieser Idiot die Sache in der Meteor City nicht vermasselt hätte, wären wir jetzt nicht hier. Wenn ich diese ganzen Sachen an mich reißen würde, wäre ich dann reich. Ja, bestimmt. Ist bestimmt voll nice. Meereskunde, Fakt 1. Warum ist das Meer im Meer blau? Das Wasser im Meer blau. Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen. Scheint das Licht durch Wasser? So gehen einige Farben verloren. Der blaue Anteil des Lichts bleibt aber erhalten. Das Wasser erscheint blau. Oh, schon wieder was gelernt. Krass. Scheiß mal auf Schule. Uns wurde befohlen, uns hier zu versammeln. Das taten wir aber. Unser Boss, der Galgenvogel, ist nicht hier. Wir, Team Aqua, bestehen zum Besten für alle. Ich hatte keine 50 Piepen. Daher habe ich Ewigkeiten gebraucht, an der Rezeption vorbeizukommen. Ich bin unten durchgegangen. Ich hab gekrochen. Läuft. Was ich hier lerne, kann ich für meine ruchlosen Taten gut gebrauchen. Ja, Bildung ist eine Waffe. Heißt nicht umsonst so. Ist das er? Ist er das? Ja, wenn du Brick suchst, da bin ich. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trum von Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Hehehe, wartet, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua. Unser Boss will dieses Dings haben. Also hör auf zu labern und lass uns die Teile rüberwachsen. Oh mein Gott! Ein Kampf! Kanivana, ah. Das ist deren Haupt-Pokémon. Das wird am meisten von denen benutzt. Kanivana. Das hat auch eine richtig bitchige Eigenschaft. Guckt euch das jetzt mal an. Er ist zwar tot, aber... Ja gut, da habe ich mich da so geirrt, ne? Das sehen wir dann noch später, ne? Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Pah, du Waschlappen, ich werde das Ding schon schaukeln. Wie meine Eier. Zubat. Ja, das wird auch ziemlich oft von Rüpeln benutzt, ne? Also das wird da schon quasi vergewaltigt benutzt, ja. Kanivana und Zubat, das sind... Ja, das müssten eigentlich die sein, die am meisten von denen vorkommen. Ja. Und da kommt wieder Kanivana. Ich zeig's euch jetzt mal. Ist jetzt zwar nicht weltbewegend, aber ist immer schön anzusehen. Und zwar bei physischem Kontakt kommt Rauhaut zum Tragen. Und zwar die raue Haut von Kanivana hat dann den Effekt, dass wir einen kleinen Schaden erhalten. Ja, das ist dann nicht viel, aber das summiert sich dann schon, wenn man öfter physisch angreift halt. Ne?
Was? Ich habe verloren? Ah, scheiße. Und nun? Wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Oh, wen haben wir denn da? Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten, lasst euch von so einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Ich bin Adrian von Team Aqua. Kannst du mir verraten, warum du dich in die ehrbaren Pläne vom Team Aqua einmischst? Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Hm. Ach, du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Das ist deine Warnung. Leb wohl. Du bist Kai. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Devon Waren gebracht hast. Die Teile von Devon. Kai, übergib Devon Waren! Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Naja, wollte ich ja nicht, ne? Aber wenn man sich das mal überlegt, mit dem Plan, die Team Aqua hat, das hört sich auf dem ersten, beim ersten Überlegen gar nicht so schlecht an. Ne? Nur es gibt Leute oder es gibt ein Team, was dagegen ist. Und dazu kommen wir im späteren Verlauf des Spiels noch, ne? Im nächsten Part werde ich euch dann die Stadt zeigen und wir machen uns dann auf in die nächste Stadt, an der eine Arena auf uns wartet. Bis dann, Leute!